Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zeige ich dir den Handstand Butterfly. Um sicherzugehen, dass wir auch Kopf unter das richtige Bein von der Stange lösen, gehen wir zunächst in einen Climb, winkeln das hintere Bein an, welches dann auch das Bein ist, das du im Butterfly nach hinten führst. Genau die gleiche Vorübung führen wir nun kopfunter aus. Du kommst hoch in deinen Invert, die Hände unter die Schulter, Knie bleiben fest an der Stange und das hintere Bein anwinkeln. Wenn nun klar ist, welches Bein von der Stange löst, komm zurück in die Ausgangsposition und führe einen Caterpillar-Handstand aus. Den Link zu unserem Caterpillar-Handstand stelle ich dir nochmal in die Beschreibung. Winkle zunächst wieder das hintere Bein an und erst wenn du dich sicher fühlst und sicher bist, dass es das richtige Bein ist, lege es weiter hinter den Körper. Um aus der Position rauszukommen, schieb das Stangenbein wieder nach oben und komm in einem Rolldown von der Stange runter. Das Tutorial zu unserem Rolldown stelle ich dir auch noch einmal in die Beschreibung. Und hier noch einmal der gesamte Ablauf. Nächste Woche zeige ich dir dann, wie du den Butterfly eher ausführen kannst. Wenn dir unser Video gefallen hat, gib uns ein Like, schreib einen Kommentar, teile es mit deinen Freunden und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön, Bussi Baba.